Ja, und da, da drin ist es eingepolstert. Jetzt ein Papierknäpp. Und unten ist ein Luftballon. Das ist zur Abfederung. Weiß er auch, und das ist zur Abfederung. Und das Ei ist eingepackt in die anderen zwei Luftballons, dass die Schale ein bisschen härter ist. Ja, meine Damen und Herren, und nun kommt das Ei. Es heißt das Ei und es ist dafür gebaut, dass es eingezerbricht. Und ja, es holt. Da drinnen ist gut gepolstert in dem Sackerl. Und ja, und drunter ist der Luftballon, der sieht jetzt ein bisschen Ohrfeld an, wenn es aufkämpft. Starterlaubnis für die Gruppe Das Ei. Nun wird untersucht, ob das Ei den Flug überlebt hat. Nein! Ja! Was? Ja! Ja! Also, wir haben heute ein Raumschiff Enterprise gebaut. Der ist, ja, sehr hübsch. Ja, das ist das Ja, das ist geil. Ja, also wir wollten sehr stylisch bauen. Und dann haben wir das auch gut aufgenommen. Und ja, das Ei heißt Joe. Das Ei ist ein Sackerl rein und das haben wir unten auch noch ein bisschen ausgestopft, damit es nicht so leicht kriegt. Giovanni! Es lebt noch! Ja. Gleich Kontrolle! Müssen wir auch machen. Beweis wollen wir sehen. Also ich möchte jetzt undynamisch machen, dass du jetzt bremst. Gut. Und da bringen wir jetzt noch eine Teile, was man in der Luft bremsen soll. Das ist so also die Luftströme, wenn es aufgeht. Bei Obacht, damit sie es auch aufnehmen können. Unten haben wir den großen blauen Luftballon da drüben und oben haben wir die anderen zwei Dinge. Das ist so genau wie ein Widerstand für die Luft. Ja, die sollen einfach bremsen. Wo oben ist das Sackerl? Das soll dann auch wieder, ich sage, vorstellen mitnehmen, da wird die Luft reichen und nicht aufziehen. Dann müssen wir bremsen. Herzlich willkommen zum ersten Rover-Eierflug-Wettbewerb. Bitte! Nun Bahn frei für Dexter, das besonders interessant konstruierte Flugobjekt. Los geht's! Das war eine sanfte Landung. Gut, da bleibt irgendwas am Boden, gell? Das ist das Spezial-Effekt. Danke, Applaus bitte für die erste Gruppe. Au! Das ist. Oh, Beweis. Nein, was ist das? So ist ja nicht. Und da haben wir das eigene Eisen und da haben wir dann so drüber, dass es nicht so schnell ankommt. Wir bauen gleich. Ja, genau. Und die Luft, das
Kontrolle. Eis suchen. Es hat überlebt! Oh! Und Applaus. Danke für die Vorstellung. Und nun geht's gleich zum Abflug. So, es folgt der Start von Hubert. Team 1 mit ersten Flugversuch. Los geht's. Es ist gelandet. Das Flughafenteam kontrolliert. Das Team 1 stellt ihr Flugobjekt vor. Bitte. Das Horst Eiberhardt und Roten Großen Hurt. Das Ei ist drinnen ausgepolstert. Er hat einen Hut auf. Eiberhardt! 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 Start frei! Und es kommt der Eitransporter 2000. Eikontrolle. Eikontrolle. Jetzt haben sie nicht nur einfach. Nein, das dürfen sie nicht. Nix vorfach. Na? Yes!